Freunde, Finger weg von diesen Produkten, denn damit funktioniert nichts. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen von eurer liebsten Kunstlehrerin Maxim. Hi, ich hoffe, es geht euch gut. Ich bin im Moment so ein bisschen auf Brast. Nein, eigentlich nicht. Aber ich bin im Moment sehr, sehr picky, was meine Produkte angeht. Und ich bin es leid, Produkte zu kaufen, die nicht gut sind. Und das ist eigentlich meine Aufgabe, euch davor zu bewahren. Und deswegen machen wir damit direkt weiter. Ich habe wieder ein paar Produkte, die für mich leider absolut gar nicht funktioniert haben und vor denen ich euch auch teilweise warnen muss, beziehungsweise euch einfach sagen muss, was man beachten sollte, falls man Interesse dafür hat. Und deswegen dachte ich mir, setzen wir uns wieder gemeinsam hin und schauen mal, was es gibt, was nicht so gut für mich funktioniert hat. Ihr kennt das Spiel, falls hier ein Produkt dabei ist, was für euch funktioniert, macht es mich wirklich, wirklich sehr, sehr glücklich, weil ihr habt euer Geld dafür schon ausgegeben und wenn es für euch funktioniert, mega. Wenn ihr das Geld aber noch nicht dafür ausgegeben habt, aber überlegt, ob ihr das kaufen wollt, dann schaut euch das Video unbedingt bis zum Ende an, weil bei einigen Sachen stehe ich, glaube ich, ganz alleine da. Also würde ich mich freuen, wenn ihr bis zum Ende dran bleibt und falls ihr hier neu seid, den Kanal abonniert, dann verpasst ihr immer nichts und ihr kriegt halt genau diese Informationen, die ihr sonst bei vielen anderen nicht findet, weil sie sich nicht trauen, was zu sagen. Okay, wir starten direkt mit dem ersten Produkt und das ist eine Collab zwischen mir und meiner Mama, denn ich habe meine Mutter ja beauftragt, mir ein paar Sachen rauszusuchen, die sie absolut gar nicht mag. Und sie hat mir etwas gegeben und wir machen es meistens so, wenn ich etwas nicht mag, kriegt sie es. Und wenn sie etwas hat, was sie nicht mag, kriege ich es. Und dann können wir schauen, ob wir es noch mögen. So, jetzt hat sie mir das gegeben und ich habe es auch benutzt und ich musste fast würgen. Ganz kurz, Biomaris, ich weiß nicht, ob ihr die Marke kennt. Das ist so eine mit Meeresalgen und was weiß ich. Die Creme, auf die hat meine Mutter die letzten 30 Jahre geschwört. Jetzt haben sie irgendwas verändert und sie funktioniert absolut gar nicht mehr. Und dann hat sie einen Gutschein bekommen von denen als Entschädigung und hat sich das hier gekauft. Biomaris Hautlotion, Skin Lotion, leichte Feuchtigkeitslotion für den Körper. Einzigartig durch Meerestiefwasser. Steht vorne mit drauf und auch in den Inhaltsstoffen. Aqua, Maris Aqua, mehr Wasser. So, kommt in so einer großen Tube, sieht eigentlich ganz hübsch aus, aber auf das erste Näschen riecht sie sehr, sehr gut. Ein bisschen frisch, ein bisschen aquatisch, ganz, ganz leicht. So, und dann verteilst du die und in dem Moment, wo du sie schon verteilst, kommt dir so ein Schwall Brackwasser entgegen. Das Meer ist groß. Wir haben viele Meere auf diesem Planeten. Ich weiß nicht, aus welchem Meer ihr dieses Wasser geholt habt. Vermutlich war es die Nordsee bei Ebbe und zwar dann irgendwo aus dem Watt rausgefischt. Keine Ahnung. Also das kannst du niemandem zumuten. Da sind Duftstoffe drin. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Und bei manchen Produkten mag ich das ganz gerne auch, weil sie einfach den Gefühl von, es fühlt sich gut an. Und das mag ich sehr, sehr gerne. Aber das, ey, komm mal. Also das ist, es riecht muffig. Es riecht ganz, ganz streng und auch sehr, sehr schnell. Oft ist es so, ich habe irgendwas, ich bin aber noch nicht sicher, was es ist. Wenn ich mich abends damit eincreme, dann riecht am nächsten Tag mein Schlaf-T-Shirt muffig. Die ist es nicht, weil ich sie halt einfach nicht mehr benutzt habe dann. Boah, das riecht so, wenn du deine Wäsche in der Waschmaschine lässt für 3 Jahre. Frisch gewaschen, so riecht das. Ganz, 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 ganz schlimm. Sehr, sehr schade, Tatsache. Und oft ist es so, das ist halt so ein Ding, ne? Viele Brands formulieren Sachen um, weil A, der Anspruch der Kundinnen anders geworden ist oder weil einfach manche Inhaltsstoffe nicht mehr so oder so günstig zu bekommen sind. Und dann wird das Produkt oft einfach nicht so gut. Das ganz, 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 ganz schlimm. Bio-Brackwasser-Hautlotion. Schade. Und das Ding ist teuer. Das kostet... Weiter geht's mit einem... Ich glaube, das habt ihr schon gesehen. Das Video ist aber noch nicht online, während ich das hier gerade drehe. Revolution. Ich habe hier übrigens mit einem Lipgloss gekleckert. Revolution Cream Contour. Also, vielleicht bin ich auch einfach nicht die richtige Hautfarbe dafür. Ich kenne nur keine... Also, doch Schreck kenne ich. Der ist grün. Wer heißt seine Frau? Fiona oder so? Das ist ein Cream Contour Ding. Soll ein Dupe zu diesem Charlotte Tilbury Contour Wand sein. Also, das ist grün. Das sieht so ein... Boah, nee, das kann ich nicht sagen hier. Das ist einfach nur grün. Und auch wenn du es ausblendest, wird es nicht besser. Das ist ein ganz, ganz schwieriger Ton. Ich wüsste nicht, für wen es funktioniert. Auf den Augen... Probieren wir es jetzt schon aus. Ich hätte das Produkt erst später zum Ende des Videos zeigen sollen. Ich habe gerade überlegt, ob man das vielleicht als Liquid Eyeshadow benutzen kann. Aber selbst das ist keine Farbe,
die ich auf meinen Augen haben möchte. Das sieht einfach aus, ich sag's jetzt nicht, ihr werdet wahrscheinlich denken, was ich sagen möchte, keine schöne Farbe und lässt sich halt auch sehr fleckig ausblenden. Das nur mal dazu. Also da war ich sehr enttäuscht. Was aber aus der Reihe sehr gut ist, ist der Blush und der Highlighter. Ne? Ich probiere ja auch immer was Gutes zu sagen und ihr wisst ja auch, das hat für mich jetzt nicht funktioniert. Das heißt nicht, dass es für euch auch nicht funktioniert. Also seid da immer auf der Hut, aber ich kann euch nur meine Meinung geben und ich probiere euch die Kritik so umfangreich es geht mitzuteilen. Also, das war auch nichts. Bevor wir weitermachen, freue ich mich, dass dieses Video in Zusammenarbeit entsteht und ich würde ganz kurz einmal an Maxim weitergeben. Bevor wir mit Produkten weitermachen, die ich nicht mehr kaufe, wollte ich euch ein paar Produkte zeigen, die ich immer wieder kaufe, beziehungsweise jeden Tag immer wieder aufs Neue benutze. Und ihr wisst es, ich arbeite schon sehr, sehr lange mit Yepoda zusammen. Und falls ihr Yepoda noch nicht kennt, Yepoda ist eine Hautpflegemarke hier aus Deutschland, die aber Produkte in Korea produzieren lässt und das Ganze wie eine koreanische Hautpflegeroutine aufbaut. Es gibt verschiedene Produkte, die ihr aufeinander abgestimmt benutzen könnt und ich wollte euch heute drei meiner alten Favoriten zeigen, aber es gibt etwas ganz Neues und ich weiß, dass sich viele darüber freuen werden, deswegen schauen wir mal, was es Neues gibt. Ein Produkt, was ich jeden Tag benutze und ich habe mich damals sehr gefreut, als es das in der XXL Pride-Variante gab. Vielleicht gibt es das sogar noch, also schaut da unbedingt mal bei Yepoda vorbei. Das ist der Mist Have. Das ist Step 3 in eurer Hautpflegeroutine mit Yepoda, aber ich benutze das gerne zwischendurch, wenn mein Make-up vielleicht nicht mehr so frisch aussieht oder wenn mein Make-up einfach richtig schön frisch aussehen soll. Denn ihr habt hier den The Mist Have mit Hyaluronsäure und Lavendel, der die Haut super mit Feuchtigkeit versorgt. Yepoda produziert alles in Glasflaschen, sehr, 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 sehr hochwertig und der Sprühnebel ist schön fein. Das ist so ein bisschen revitalisierend, es spendet unglaublich viel Feuchtigkeit und gerade jetzt, wenn die Temperaturen so hoch sind und die Haut so ausgetrocknet ist, vielleicht wartet zu lange in der Sonne, ist das wirklich die Rettung. Es legt sich wie so ein Schutzfilm auf eure Haut, wenn ihr kein Make-up habt. Oder wenn ihr Make-up tragt, wie ein Schutzfilm auf das Make-up, was das Make-up länger haltbar macht. Sorgt dafür, dass das alles richtig schön frisch aussieht. Und ihr seht es auch, glaube ich, direkt an meiner Haut, wie schön prall sie gleich wird. Ne? Die Haut ist mit Feuchtigkeit versorgt und das ist mein Go-To. Ich habe das immer, wenn ich unterwegs bin, habe ich das mit in meiner Waschtasche. Ich habe es euch neulich gezeigt in der Insta-Story. Das ist ein Must-Have im wahrsten Sinne des Wortes. Genauso wie der The Calm Balm. Ihr wisst es, abschminken ist super, super wichtig. Und wichtig ist, dass ihr euch richtig abschminkt. Ich weiß, viele benutzen Abschminktücher. Ich hoffe, dass es nur noch sehr, sehr wenige tun. Aber wenn ihr viel Make-up tragt, ist es wichtig, dass ihr erst das Make-up entfernt mit einem ölbasierten Reiniger. Das nennt sich Double Cleansing. Und dafür eignet sich der The Calm Balm sehr, sehr gut. Der sorgt nämlich dafür, dass das Make-up richtig schön schmilzt. Und ich demonstriere es euch einmal kurz hier an meiner Hand an einem Augenbrauenstift. Der wird ja wasserfest und mit dem The Calm Balm, der auf Ölbasis ist, könnt ihr das Produkt auf eure Haut geben und das zersetzt euer Make-up, eure Foundation und nimmt wirklich alles schon weg und löst es auf. Das könnt ihr dann beispielsweise mit einem Microfiber Multitool entfernen oder einfach mit Wasser aufemulgieren. Es wird dann wie so ein, ja, schon fast wie so eine Art Schaum und lässt sich dann richtig, richtig schön abnehmen. Und im Anschluss nehme ich dann meistens den The Double Bubble, um alles richtig schön wegzunehmen. Und das sorgt dafür, dass ihr eine wirklich saubere Haut habt, ohne, das ist das Wichtige, viele verwechseln es immer, ohne dieses, es fühlt sich sauber an. Wenn sich die Haut sauber anfühlt, also diese Spande, dann war es zu viel, dann war es zu aggressiv. Das habt ihr hiermit nicht. Vor einigen Monaten kam auch etwas dazu, was viele von euch freut, wenn ihr auf Snail Mucin steht. Das ist ja dieser Schneckenschleim, der sehr, sehr gut für die Haut sein soll. Jetzt gibt es aber eine vegane Alternative von Yepoda, die The Ice Cream, eine Slow Aging, pflanzenbasierte Alternative zu der Creme. Die ist sehr, 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 sehr reichhaltig. Ihr braucht nur die kleinste Menge, also das, was ich hier an meiner Fingerspitze habe, es reicht schon, weil das die Haut super mit Feuchtigkeit versorgt. Und die benutze ich meistens auch abends oder, und das war meine Rettung, als wir so einen starken Pollenflug hatten, als es nicht so stark geregnet oder gar nicht geregnet hat die letzten Wochen, haben meine Augen hier immer getränt. Das entzündete sich dann immer und dann habe ich immer eine kleine Menge abends genommen, das darauf gemacht und das hat richtig schön geheilt und beruhigt und die Augen nicht so gereizt. Also wenn ihr eine sehr, 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 sehr trockene Haut unter den Augen oder um die Augen herum habt oder aber auch generell im Gesicht, ist das wirklich ein, das ist schon eine Rettung, weil das, also
Ihr dürft nicht zu viel benutzen, weil sonst wird es zu viel und dann wird es so ein bisschen sticky. Das ist die pflanzenbasierte Schneckenschleim-Alternative. Aber die legt sich wirklich wie so ein Film auf eure Haut und pflegt perfekt für nachts. Und ihr könnt mit meinem Rabattcode natürlich auch noch mal eine Menge bei Yepoda sparen. Ich verlinke euch alle Produkte unten. Klickt euch wirklich gerne einmal durch die Webseite durch, damit ihr versteht, wie wertvoll diese Routine, die aufeinander abgestimmt ist. Alle Informationen findet ihr unten in der Infobox und wir schauen mal, was es noch gibt, was bei weitem nicht so gut ist wie Yepoda. Und da sind wir auch schon wieder. Also schaut unbedingt vorbei. Ich verlinke euch unten alles. Und mit meinem Rabattcode könnt ihr da natürlich auch eine Menge sparen. Weiter geht es mit einer Mascara. Wir haben tatsächlich zwei Mascaren in diesem Video. Einmal eine von Jeffree Star. Muss ich euch jetzt mal kurz fragen, wie ist eure aktuelle Meinung dazu? Ich habe keine Sachen mehr gekauft. Die hatte ich damals in irgendeiner Box, glaube ich, drin. In irgendeiner Mystery Box. Das ist die F-Proof Mascara. In Braun. Und ich war ja auf der Suche nach Braun. Ich muss dazu sagen, das kommt dem farblich schon sehr, sehr nah. Es könnte meiner Meinung nach sogar noch ein bisschen brauner sein. Aber, das finde ich ganz spannend, irgendjemand hatte mir das geschrieben. Das ist, glaube ich, eine Tubing-Mascara. Ich habe keine Ahnung, was Tubing-Mascara bedeutet. Das ist ganz verrückt. Also, die Farbe ist gut, der Effekt auf den Wimpern ist gut. Erst. Bis die Mascara so 3-4 Stunden durchgetrocknet ist und dann kannst du die Mascara einfach so abziehen und hast so Würstchen. Es schmiert nicht, es flaked auch nicht unter den Augen, aber sobald du mal aus Versehen an die Augen kommst oder auch beim Abschminken merkst du das, die trocknet an und ist halt wie so eine Silikonschicht um die eigenen Wimpern. Und du kannst diese Schichten einzeln abziehen und ich glaube, dass das so sein soll, ist absolut gar nicht meins. Farbe könnte noch wirklich noch intensiver braun sein. Wer diese ich glaube, sie heißen Tubing-Mascaras mag, für den könnte das vielleicht was sein. Für mich ist es leider nicht so gut. Ich probiere ja jetzt wirklich bei den Bewertungen immer auf der einen Seite auf A, was will ich wirklich haben und B, was könnte euch gefallen oder halt auch missfallen. Und ich glaube, dass das vielen missfallen würde, wenn das einfach so komisch abkrümelt. Du musst ja nur eine Brille tragen und deine Wimpern tupfen an diese Brille. Dann hast du irgendwann auf deinem Brillenglas überall diese kleinen Würstchen. Also das war auch, ehrlich gesagt, nicht ganz so meins. Genauso wie die Mascara von Fenty Beauty, die Hella Thick Mascara. Ich mag die andere von Fenty sehr, sehr gerne. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe die in PR bekommen. Ich habe sie nicht selber gekauft. Und als ich die Kampagne schon gesehen habe, war mir klar, wie das Produkt sein wird. Ne? Also da will ich nicht so hart sein, weil ich wusste ja, was mich erwartet. Hätte sie mir nicht gekauft, ich habe sie bekommen, habe sie getestet und meine Erwartung wurde bestätigt. Das ist eine Mascara, die sehr, sehr dick ist. Die macht diese richtigen, klumpigen, dicken, satten Wimpern. Ich glaube, ihr seht sofort, sie macht schöne lange Wimpern. Geht hier auch gleich nochmal rüber, dass es nicht so komisch aussieht. Aber sie macht sie halt sehr, sehr dick, so ein bisschen wie Fliegenbeine. Ihr kennt sicherlich alle jemanden, die sich früher immer nicht abgeschminkt haben, sondern einfach jeden Tag eine neue Schicht Mascara aufgemacht haben. An das erinnert mich das. Sehr, sehr dick, sehr, sehr klumpig. Hält gut, hält wirklich gut. Also tolle Langlebigkeit, tolle Formulierung. Schönes, tiefes, mattes Schwarz, kein glänzendes Schwarz. Allerdings ist es einfach wirklich zu klumpig. Entweder du magst es oder du magst es halt nicht. Ich bin ehrlich gesagt nicht so der Freund davon, war damit aber auch jetzt fein, weil ich, wie gesagt, das erwartet habe. Das ist selten, ne? Da muss man dazu sagen, die Werbung für Mascara ist immer so ein bisschen biased. Ne? Also oft steht unten im TV, es ist verpflichtend, in Amerika auf jeden Fall, dass in der Postproduktion, in der Nachbearbeitung entweder nachgeholfen wurde oder falsche Wimpern getragen wurde. Das ist in Deutschland leider nicht der Fall. Habe ich so noch nie gesehen. Und auch die Fotos sind meistens sehr, sehr stark retuschiert, damit du einfach ein Gefühl für den Effekt bekommst. Wimpern zu fotografieren und sie in einem Video zweidimensional darzustellen, ist super, super schwierig. Und deswegen wird oft nachgeholfen, aber das Ergebnis gerne auch mal so ein bisschen schöner gemacht. Deswegen können YouTuber oder Creator natürlich auch immer so ein bisschen mehr auf das Produkt eingehen, nochmal aus anderen Winkeln und darüber und über ihre eigene Erfahrung reden. Das war halt leider nicht so, aber Fenty hat es wirklich geschafft, den Effekt der Mascara auf die Kampagne raufzukriegen. Du hast es gesehen, es sah ganz genauso aus. Es ist leider noch nicht meins. Wir kommen zu einem Concealer und da werden sich wahrscheinlich die Geister spalten. Die Geister spalten? Die Geister scheiden? Weiß ich nicht. Die Geister sind nicht glücklich. One Size von Patrick Star. Tolle, tolle Maus.
unglaublich, was die Person geschaffen hat. Der Concealer, der Turn Up the Base Concealer. Füßchen, genial. Farbrange, phänomenal. Deckkraft, unglaublich. Aber der ist mir persönlich viel zu trocken. Der ist sehr, 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 sehr deckend. Also wenn ihr sagt, okay, der Tarte Shape Tape, so von der Deckkraft her, ist schon euers, der hat noch mehr Deckkraft, aber der ist halt sehr, sehr austrocknend, wie ich finde. Vor allen Dingen, wenn man ihn dann mit Puder fixiert. Wenn man ihn nicht mit Puder fixiert, dann läuft er recht schnell in die Falten, weil er halt so dick ist. Entweder du musst deutlich weniger nehmen, dann kriegst du aber nicht die Deckkraft, oder du musst halt eine sehr ölende Haut haben, dann kannst du ihn benutzen. Also ich glaube, dass das etwas ist, was sehr spezifisch ist für jemanden, der genau diese Anforderungen hat. Oder wenn ihr zu sehr, sehr starker Akne neigt oder zu Muttermalen im Gesicht oder etwas habt im Gesicht, was ihr abdecken wollt, was vielleicht nicht unbedingt in einem Bereich wie im unteren Augenbereich ist, der sehr schnell trocken wird und durch die Mimik und durch die Fältchen, die wir alle haben unter den Augen, nicht so betont wird, dann könnte das definitiv was sein. Für mich unter den Augen hat es leider nicht funktioniert. Wofür der aber auch sehr gut ist, deswegen mache ich diesen auch noch nicht weg, ist den als Lidschattenbase zu benutzen. Wenn man den so ein bisschen eingeklopft hat, dann seht ihr, ne, der wird schon sehr matt. Aber als Lidschattenbase ist der genial. Ich nehme jetzt hier meine Farbe von Natasha Denona und ihr habt eine sehr, sehr gute Base und dann hält die Farbe auch. Man kann es gut ausblenden lassen, aber wie gesagt, für meine Haut hat er leider nicht funktioniert. Und wenn ihr eine recht trockene oder eine normale bis trockene Haut habt, wäre das auch nicht so euers. Und dann etwas, was ich nicht verstehe. Und zwar von meiner Freundin, der lieben Charlotte Tilbury. Ich liebe ihre Produkte. Ich bin ein riesengroßer Fan. Sie hat etwas Tolles gemacht. Sie hat einfach die Make-up-Industrie komplett geändert. Das muss man ihr wirklich lassen. Und eins meiner Favorite-Produkte ever. Ich habe 5 Stück auf Backup hier gekauft, weil ich die auch recht schnell verbrauche, sind die Under Eye Corrector Magic Vanish. Das ist jetzt, glaube ich, mein 6. schon. Hit the Pan. Ne? Wenn ich ein Produkt Hit the Pan habe, dann benutze ich das auch häufig. Bester Concealer, Correcting Concealer, hält super schön auf. Ich habe ihn einmal in der 2 und in der 1. Ich gehe erst mit der 2 und dann mit der 1 punktuell nochmal lang. Und dann hat sie auch das rausgebracht. Das Airbrush Brightening Flawless Finish. Es gibt ja das Puder, sehr, sehr gutes Puder, aber dann hat sie das nochmal rausgebracht. Das soll ein Under Eye Brightener sein. Es gibt ihn wohl in 2 verschiedenen Farben. Ich habe ihn jetzt in der 2. Farbe. In der 1. Farbe hatte ich ihn auch, da war er einfach weiß. Und das Komische ist, dass ich das Produkt nicht ganz verstanden habe, weil Charlotte Tilbury ja wirklich vom Branding her sehr präzise ist, ne? Ganz schöne Farbakzente, perfekt auf den Teint abgepasst. Und dann kam das hier. Das ist Simpson. Und das Komische ist, nicht nur bei dem gelben, sondern auch bei dem anderen war es so, das ist pupstrocken. Also du gibst dir das unter die Augen und das sieht in der Kamera, dafür ist es gut, in der Kamera sieht das vielleicht schön aufgehellt aus. Im echten Leben sieht das einfach aus wie die Sahara. Das ist so trocken und das ist nicht die Formulierung, die sie für ihre anderen Face Powders hat, weil es einfach deutlich trockener ist. Klar, um punktuell ein bisschen aufzuhellen, ist es okay, aber dafür ist es viel zu teuer. Da hätte eine kleine Menge gereicht. Das wurde so vermarktet, dass du wirklich das ganze Gesicht aufhellen kannst und 2 Farben sind zu wenig. Und vor allen Dingen beim Aufhellen, das in Pink ein bisschen feuchter, also ein bisschen cremiger, ein bisschen feuchtigkeitsspendender. Wäre gut. Für mich hat das aber leider gar nicht funktioniert. Weder das Helle noch das Dunkle. Das Helle habe ich meiner besten Freundin gegeben. Die mag das Tatsache ganz gerne, aber sie hat auch eine sehr, sehr ölende Haut. Das habe ich nicht. Und ich will halt auch. Weißt du, da nehme ich lieber, da kaufe ich mir in der Drogerie einen Mono-Lidschatten in Weiß. Dann habe ich denselben Effekt und habe 50 € gespart oder 30 € gespart. Dafür war es leider wirklich nicht so unbedingt mein Cup of Tea. Ich fand schade, weil 2 Farben für Charlotte Tilbury auch recht wenig ist und dann auch nur weiß oder gelb. Also entweder wenn du sehr, sehr hell bist oder so ein bisschen dunkel, aber nicht ganz dunkel, weil dann ist es natürlich auch schon wieder zu hell. Dazwischen fehlen definitiv Farben. Vielleicht kommt was raus. Ich würde es mir wünschen. Für mich war es leider aber ein bisschen enttäuschend und ich bin super gespannt, welche Produkte ihr habt, die euch diesen Monat in den letzten Tagen enttäuscht haben. Schreibt sie bitte unbedingt in die Kommentare. So können wir uns alle gegenseitig helfen und uns gegenseitig eine Menge Geld sparen. Ich verlinke euch
Alle Informationen zu Jepoda einmal unten in der Infobox. Es würde mich freuen, wenn ihr dort einmal vorbeischaut. Denkt an den Code, spart ein bisschen Geld. Und dann würde ich vorschlagen, sehen wir uns ganz bald hier schon wieder. Passt auf euch auf.